Sechstes Kapitel. Garroschs beißende Worte und arrogante Gebärden kamen nicht überraschend, dennoch war Anduin davon enttäuscht. Die meisten wären wohl verwirrt gewesen, hätten sie seine Gedanken gekannt. War er doch selbst von Garrosch angegriffen worden und nur knapp mit dem Leben davon gekommen. Gegen Ende seiner Herrschaft über die Horde war Garrosch davon besessen gewesen, die nötige spirituelle und magische Macht zu sammeln, um die Allianz zu besiegen, ganz gleich um welchen Preis. Natürlich konnte Anduin nichts von dem gutheißen, was der Kriegshäuptling angeblich getan hatte, aber er hatte andere Dinge erlebt, und zwar mit eigenen Augen. Im Gegensatz zu Varian hatte Garrosch versucht, die Schar, tödliche und grausige Manifestationen negativer Emotionen und deren Fähigkeiten einzusetzen, um seine Truppen zu stärken. Zu diesem Zweck hatte der Ork ein Relikt der Mugu gestohlen, die Götterglocke. Wenn man sie läutete, strahlte sie pures und unablässiges Chaos aus. Wie bei allem in Pandaria gab es auch ein Gegenstück, mit dem sich die Wirkung der Glocke ausgleichen ließ. Den Schlaghammer der Harmonie. Anduin hatte dieses zerbrochene Artefakt wieder zusammengesetzt und es bei der Konfrontation mit Garrosch benutzt, um die Glocke zu schlagen, sodass Dissonanz in wahre Harmonie verwandelt wurde. Er hatte Garroschs Plan vereitelt und daraufhin hatte der erboste Ork mit seiner Axt Blutschrei nach der Glocke geschlagen und das Mogu-Relikt zerschmettert. Und mit ihr Anduins Knochen. Die Schmerzen stiegen nun wieder in ihm hoch. In jedem Teil seines Körpers, der von den herabfallenden Glockentrümmern getroffen worden war. Kurz wurden sie schlimmer, als er das Gewicht verlagerte. Dann wanderten sie tiefer. Und einmal mehr suchte ihn die Erinnerung heim. Velen hatte ihm erklärt, dass das Leiden vermutlich nie ganz vergehen würde. Und mit zunehmendem Alter könnte es sogar noch schlimmer werden. Der Körper vergießt nie ganz, welche Qualen ihm zugefügt wurden. Und jeder Knochen hat sein eigenes Gedächtnis. Das waren seine Worte gewesen. Anschließend hatte der alte Trainer gelächelt und hinzugefügt: Und dem Licht sei Dank, wirst du, mein junger Prinz, lange genug leben, um diesen Erinnerungen zu lauschen. Das reichte Anduin auch. Doch er konnte nicht vergessen, wie der Schlaghammer Harmonie in den Missklang des Chaos gebracht hatte. Dasselbe musste auch den Lebenden gelingen können. Davon war er von ganzem Herzen überzeugt. Schließlich glaubten auch die Draenei und sogar die Naru daran, und die waren viel weiser, als er je sein könnte. Der irdene Ring, der so viel getan hatte, um die Welt von ihren durch Todesschwinge erlittenen Wunden zu heilen, bestand aus Schamanen aller Völker. Sie hatten sich mit dem Zirkel des Szenarios zusammengetan, um den Weltenbaum Nordrassil wiederherzustellen. Eine echte Kooperation war möglich. Auch das hatte er mit eigenen Augen gesehen. Jedes Individuum war einmalig und konnte über sich hinauswachsen. Das Verfahren hatte gerade erst begonnen. Die Liste seiner Verbrechen hatte Garrosch nicht gerührt, ihn nur zu ein paar hämischen Bemerkungen hingerissen, aber vielleicht konnte die Erfindung der Bronzedrachen ihm ja die Augen öffnen. Der junge Prinz empfand Mitleid mit Bane Bluthoof, den er nach wie vor als Freund erachtete. Er erinnerte sich noch gut an die Nacht, als der Tauren in Jaenas Salon gesessen hatte, wegen des grimmtoten Aufstands zur Flucht aus der Heimat gezwungen. Anduin bewunderte ihn dafür, dass er sich der Aufgabe stellte und den Ork verteidigte, der seinen Vater auf dem Gewissen hatte. Kurz blickte Anduin zu Varian hoch und er fragte sich, wie sich wohl sein Vater an Banes Stelle entschieden hätte. Hoffentlich hätte er seine Verpflichtung mit ebensolcher Würde angenommen. Tyrande Whisperwind erhob sich von ihrem Platz und schritt in die Mitte der Arena. Sie trug eine fließende Robe, die sich am besten mit dem nüchternen Adjektiv weiß beschreiben ließ, aber so viel mehr als nur das war. Zarte Lila und Blau- und Silbertöne vereinten sich darin und ließen das Gewand gleichsam schlicht und elegant wirken, ebenso wie ihre Trägerin.
Anduin war ihr schon einmal begegnet und von all den Anführern der Allianz fand er sie am einschüchterndsten, sogar mehr als einige Köpfe der Horde. Nicht, dass sie herrisch oder arrogant war, im Gegenteil, sie hatte sich ihm gegenüber gütig und großzügig gezeigt. Anduin sah in ihr die Quintessenz dessen, was ihn auch an der strahlenden Mondgöttin faszinierte, die Tyrande anbetete, und er wusste, ihr Volk in den kühlen, nächtlichen Wäldern liebte sie. Als sie zum ersten Mal mit ihm gesprochen hatte, bei der Gedenkfeier für Magni Bronzebart, hatte er unter der zärtlichen Berührung ihrer Hand auf seiner Wange gezittert. Eine Geste des Trosts, so aufrichtig wie bewegend. Nun blickte Tyrande einen langen Moment wortlos zu den Gesichtern auf den Rängen hoch, als würde sie ihre Gedanken sammeln. Dann richtete sie ihre glühenden Augen auf die himmlischen Erhabenen. »Es ist mein Recht, als Anklägerin zuerst zu den Geschworenen und den anderen Anwesenden zu sprechen«, begann sie. Ihre Stimme hallte durch den Raum, melodisch, aber nicht schneidend. »Dieses Recht gebührt mir, weil die Anklage ihr Anliegen beweisen muss. Aber ich bin fast versucht, dem Verteidiger den Vortritt zu lassen, denn Chu Shao, Bane Bluthoof, hat eine Aufgabe übernommen, die ungleich schwerer ist.« Mit grazilen Schritten ging sie um den Tisch herum, wobei ihr langes, blaues Haar über ihren Rücken floss, ihr lavendelfarbenes Gesicht zu den Zuschauern emporgerichtet. »Denn Garrosh Höllschrei hat mir heute einen großen Dienst erwiesen. Er hat nicht nur die Liste schändlicher Verbrechen eingestanden, derer er beschuldigt wird. Er hat förmlich damit geprahlt und er hat das Gericht verspottet. Jeder in diesem Tempel, und ich möchte fast sagen, jeder in ganz Azeroth, hat die Taten dieses einzelnen Orks gespürt.« Jetzt drehte sie sich zu Garrosh herum, und obwohl ihre Miene sich nur unmerklich veränderte, konnte Anduin doch die Verachtung der Nachtelfe sehen. »Meine Aufgabe ist mir gleichermaßen Ehre und Freude. Ich werde Beweise liefern, dass der Angeklagte alles, was ihm vorgeworfen wird, getan hat, und noch mehr. Ich werde euch zeigen, dass er genau um das Leid und die Zerstörung wusste, die seine Verbrechen hervorrufen würden.« Sie hielt inne, um sich dem Tisch zuzuwenden, wo Kromi und Kairos saßen. Dann legte sie die Hände zusammen und verbeugte sich tief. »Ich danke dem bronzenen Drachenschwarm, denn nun muss ich nicht immer dieselben Worte wiederholen, bis sie ihre Bedeutung verlieren. Ich kann euch zeigen, wie sich die Ereignisse zutrugen. Ihr werdet sehen, wie Garrosh Höllschrei seine Pläne schmiedete, hören, wie er Lügen sprach und erleben, wie er Verrat beging.« Tyrande legte gerade den Ton der Anklagestrategie fest und er würde brutal sein. Sie würde gnadenlos vorgehen und Anduin hatte erwartet, dass Garrosh nicht stumm bleiben könnte. Doch genau das tat er. Falls Tyrande enttäuscht darüber war, ließ sie es sich nicht anmerken. Ihre Nasenlöcher weiteten sich, als sie einmal mehr hoch zu den Rängen blickte, und ihre Stimme war nun sanfter, erfüllt von demselben Mitgefühl, das Anduin bei ihrem ersten Treffen gespürt hatte. »Ich weiß, dass einige dieser Szenen grausam sein werden und dass viele von euch persönlich unter Höllschreis Taten gelitten haben. Darum möchte ich mich für den Schmerz entschuldigen, den ich euch zumuten muss. Aber ich bin überzeugt, eure Qual wäre größer, wenn ich nicht alles in meiner Macht täte, diesen Ork seiner gerechten Strafe zuzuführen.« Anschließend verbeugte sie sich vor den vier Wesen, die still wie Statuen standen, deren Gegenwart aber in der gesamten Arena spürbar war. »Himmlische Erhabene, ihr seid ebenso gütig wie weise, und ich bewundere euch für eure Eigenschaften. Ich beschwöre euch, uns die Gerechtigkeit zu schenken, von der ich spreche. Befindet Garrosh Höllschrei, den früheren Kriegshäuptling der Horde, in jedem einzelnen, abscheulichen Punkt für schuldig. Schuldig seiner Verbrechen gegen Azeroth, seine Bewohner,
seine Völker, die Welt selbst. Setz die Höchststrafe an, den Tod. Shahaloma, danke. Anduin hatte unbewusst den Atem angehalten und ließ ihn nun entweichen. Applaus war nicht gestattet. Andernfalls würde das Groß der Anwesenden jetzt wohl zustimmend klatschen und jubeln. Garrosh jedoch blieb sichtlich ungerührt von ihren ergreifenden und mächtigen Worten. Als Tyrande sich wieder hingesetzt hatte, ihr Rücken so gerade wie ein Elfenpfeil, nickte Taran zu. »Danke, Chu Shao. Der Verteidiger hat nun das Wort.« Bane strahlte nicht den ruhigen, aber kaum verhohlenen Eifer aus wie zuvor die Nachtelfe. Er erhob sich langsam, würdevoll, und erst nachdem er sich tief vor den himmlischen Erhabenen verbeugt hatte, widmete er sich den Zuschauern. »Der Angeklagte, Garrosh Höllschrei, hat diese Veranstaltung eine Vorstellung genannt, als wäre dies ein Zirkus. Ich möchte nicht, dass sie als solche wahrgenommen wird, ebenso wenig als Komödie. Und darum werde ich nicht eure Intelligenz beleidigen, indem ich behaupte, Garrosh Höllschrei sei unschuldig. Noch werde ich versuchen, euch einzureden, dass er einfach nur ein fehlgeleitetes oder missverstandenes Individuum ist. Ich werde nicht um Gnade bitten oder darum, dass ihr über die Verbrechen hinwegseht, derer er beschuldigt wird. Und es gibt noch eine Sache, die ich gleich klären möchte.« Bane richtete sich auf, seine mächtige Brust geschwellt von einem tiefen Atemzug, als wollte er die Zuschauer daran erinnern, dass er ein Krieger war, ein Oberhäuptling und Sohn eines Oberhäuptlings. »Garrosh Höllschrei hat meinen Vater ermordet, wie die meisten von euch wissen. Und doch stehe ich hier, um ihn zu verteidigen. Warum? Weil Fashua Taransu, die himmlischen Erhabenen und ihr anderen Bewohner von Azeroth, weil ich, genau wie ihr, die Gerechtigkeit will, von der die verehrte Anklägerin so eloquent gesprochen hat. Und weil es das Richtige ist.« Er begann auf und ab zu gehen, wobei er die Zuschauer musterte, als wollte er sie herausfordern, ihm zu widersprechen. »Wir wollen nicht sein, wie Garrosh zu uns war. Wir werden unsere eigenen Wünsche nicht über alles andere stellen. Wir werden unsere Gedanken nicht trüben lassen durch Mordlust und Rache und das Streben nach der alten, scheinbar verlorenen Glorie unseres Volkes. Wir sind besser als er.« Bane deutete auf Garrosh, dessen Haue inzwischen von einem amüsierten Lächeln umspielt wurden. »Und weil wir besser als er sind, werden wir zuhören. Und wir werden unseren Verstand und unser Herz benutzen, um ein Urteil zu fällen, das wirklich gerecht ist.« Der Tauren sah hoch zu den Vertretern der Allianz und kurz erwiderte er Anduins Blick, bevor er sich Varian zuwandte und dann Jaina. Lady Prachtmeer hatte die Brauen zusammengezogen und eine kleine Furche kräuselte ihre glatte Stirn. Für gewöhnlich sah Anduin diese Furche nur, wenn sie sich konzentrierte, aber nun schien sie Missfallen über Banes Worte auszudrücken. »Die große Herausforderung für mich, für die himmlischen Erhabenen, für alle, die hier anwesend sind, wird sein, offenen Geistes und offenen Herzens zu bleiben. Es ist das weise Herz, nicht das gebrochene, dem wir lauschen müssen. Ich habe einige Stimmen gehört, die wisperten, dass Garrosh nicht damit davonkommen darf. Falls ihr wirklich nach Gerechtigkeit strebt, dann müsst ihr sein Leben verschonen. Denn nur, solange man lebt, kann man sich verändern. Kann man beginnen, wieder zusammenzusetzen, was man zerbrochen hat. Ich danke euch.« Er verbeugte sich und kehrte zu seinem Stuhl zurück. Die Reaktion auf die Eröffnungsrede des Tauren bestand aus steinernem Schweigen. Banes Aufgabe war nicht nur schwer, sie war praktisch unmöglich. »Das Gericht wird eine Stunde pausieren
und dann heute Nachmittag zur Befragung des ersten Zeuges wieder zusammenkommen«, verkündete Taransu. Dann schlug er auf den Gong und erhob sich. Die anderen Anwesenden standen daraufhin ebenfalls auf und die ersten Gespräche begannen. Ein Summen aufgeregter Konversation, teils wütend, teils hämisch, aber gänzlich gegen Garrosh. Anduin versuchte, Baines Blick auf sich zu lenken, aber der Tauren ging zu Kairos hinüber, seine Bewegungen bedächtig, sein Gesicht grimmig. Der Prinz beobachtete ihn noch kurz, erfüllt von dem Wunsch, nach unten zu gehen und dem Tauren, den er als Freund erachtete, seine Unterstützung anzubieten. Doch dann verharrten seine Augen auf Garrosh und er versteifte sich. Der Ork starrte ihn direkt an. Seine Miene war unergründlich, dennoch spürte Anduin, wie seine Handflächen unter diesem kalten Blick feucht wurden und seine Brust sich zuschnürte. Sein Geist sprang zurück zu jenem Moment, als er sich Garrosh entgegengestellt hatte. Er schlug die Glocke, verwandelte Chaos in Harmonie, drehte sich zu Höllschrei um, erklärte, was der Schlaghammer bewirkt hatte. Garrosh tobte. »Stirb, Balk!« Und dann? Eine Hand legte sich auf seine Schulter und Anduin zuckte zusammen. Seine Wangen röteten sich, als er erkannte, dass es nur sein Vater war. »Geht es dir gut?« fragte Varian, dann folgte er dem Blick seines Sohnes und ein leises Geräusch des Missfallens drang aus seiner Kehle. »Komm, lass uns etwas essen. Du musst ihn nicht ansehen, wenn du nicht möchtest.« Trotz der törichten Furcht, die Anduin bei diesem Blickkontakt überkommen hatte, machte es ihm eigentlich nichts aus, Garrosh anzusehen. Baines Worte hallten noch immer in seinen Ohren und in seinem Herzen wider, und es war nicht so, als würde der Ork ihn mordlüstern anfunkeln. Vielmehr neigte er nun sogar den Kopf in eine Geste des Respekts, bevor er sich erhob und den Wachen folgte, die ihn zu seinem eigenen Mittagsmahl führen würden. »Alles in Ordnung, Vater«, sagte der Junge. Dann fügte er hinzu, »Keine Sorge, du hast das Richtige getan.« Varian wusste, was er meinte. Der König blickte Garrosh nach und seine Lippen wurden schmal. »Da bin ich mir nicht mehr so sicher.« Zaela, die Kriegsfürstin des Drachenmal-Clans, wurde für tot gehalten. Und wenn es nach ihr ginge, sollte es auch so bleiben. Zunächst war sie dem Ende tatsächlich zu nahe gewesen, um Einfluss auf die öffentliche Meinung zu nehmen. Man hatte sie während der Belagerung Urgrimmars von ihrem Protodrachen Galakras geschossen und sie war in den scheinbar sicheren Tod gestürzt. Doch sie hatte überlebt. Ihre Verletzung war schwer, ihr Wille aber stärker gewesen. Entschlossen zu überleben, hatte Zaela eine Rauchbombe geworfen, um ihre Feinde abzulenken, während sie sich, halb taumelnd, halb brennend, in Sicherheit brachte. Erst dann hatte sie sich gestattet, das Bewusstsein zu verlieren. Was ihre anschließende Genesung vorangetrieben hatte, war die Überzeugung, dass sie aus einem ganz bestimmten Grund verschont geblieben war. Um Garrosh Höllschrei zu retten, dessen Schicksal nun in einem Gerichtsverfahren entschieden wurde. Sie und viele andere aus dem Drachenmal-Clan hatten sich in die nunmehr verlassene Bergfestung Grimbatol zurückgezogen, wo sie einst den, bislang, größten Moment ihrer Geschichte gefeiert hatten. Dort hatte sie sich im Verborgenen erholen können, und nun verfolgte sie ihre Pläne von demselben Raum aus, in dem einst Alextrasa gezwungen worden war, neue Reittiere für den Drachenmal-Clan auszubrüten. Selbst heute noch freute Zaela sich täglich, wenn sie die tiefen Furchen sah, welche die Klauen der gepeinigten Lebensbinderin im Boden hinterlassen hatten, oder wenn sie neben der gewaltigen Kette stand, die die Drachenmatriarchin gezwungen hatte, das Haupt zu beugen. Sie hatte erfahren, dass Vol'jins Horde auf der Suche nach ihr das Schattenhochland durchkämmte und dass ein Preis auf ihren Kopf ausgesetzt war. Doch noch war niemand auf den Gedanken gekommen, hier zu suchen. Ein Versäumnis, das, da war sie sich sicher, allein in der Tatsache begründet lag, dass Vol'jin ein Troll war. Ein Ork hätte es besser gewusst und Grimbatol überprüft. Dennoch würde dies kein längerfristiges Zuhause für Zaela sein.
Sie mussten in Bewegung bleiben und würden schon bald von hier verschwinden. Nun musterte sie, was von ihrem Clan übrig war, und ihr Herz wollte schier überlaufen. »Mein Drachenmal-Clan!« rief sie, ihre raue Stimme volle Emotion. »Ihr habt mit mir gegen den Höllenork Morgor gekämpft, der uns einst führte, weil ihr wusstet, dass das stolze Volk der Orks nicht durch seinesgleichen befleckt werden darf. Ihr seid Garrosh Höllschrei gefolgt, dessen Ziel es war, die Horde rein und mächtig zu halten. Für diesen Traum von einer starken Horde darbt er jetzt im Gefängnis und wird von einem Tauren verteidigt, während die Himmlischen von Pandaria über sein Schicksal entscheiden. Meine Spione berichten, dass uns nur noch ein paar Tage bleiben, unseren glorreichen Kriegshäuptling zu retten.« Ihr Blick wanderte von einem zum nächsten, wissend, dass jeder von ihnen ihre Gefühle teilte, gleichzeitig aber auch betrübt ob des Unvermeidlichen. »Ihr habt trainiert, ihr seid bereit. Aber wir sind wenige und ihr wisst ebenso wie ich, dass keiner von uns überleben wird, sollten wir scheitern. Doch ich sterbe lieber im Kampf für eine gute Sache, als mich weiter zu verstecken. Lasst mich hören, ob ihr das auch so seht.« Gebrüll erhob sich aus den Reihen. Jeder von ihnen hob die Waffe, brüllte und stampfte mit den Füßen. Zaila lachte und stimmte in ihren Kriegsschrei ein. »Bei den Vorfahren! Möge uns unser Wille und unser Herz allein zum Sieg verhelfen!« Während sie sprach, bemerkte sie eine Bewegung am Eingang. Einer ihrer Speer eilte auf sie zu, eine Schriftrolle in den Händen, dann fiel er keuchend vor ihr auf die Knie. »Meine Kriegsfürstin, ich bin den ganzen Weg hierher gerannt. Ein Eindringling. Er bat mich, euch das zu geben.« Er hielt ihr die Schriftrolle hin, die ein wenig zerknittert war, weil er sie so fest umklammert hatte. Mit einem wütenden Knurren und um ihre Beunruhigung zu verbergen, brach Zaela das Siegel und las. »Seid gegrüßt, Kriegsfürstin. Die Köpfe sind tief gebeugt, aber noch nicht vom Hals getrennt. Solange der Kriegshäuptling lebt, lebt auch die Hoffnung in den Herzen all jener, die an die wahre Horde glauben, so wie sie einst war und dereinst wieder sein wird. Falls ihr diese Hoffnung teilt, falls euer Herz für den Ruhm des Orksvolks schlägt, dann gewährt mir eine Audienz und hört, was ich zu sagen habe. Ich kann eurer Sache eine große Hilfe sein. Ein Freund.« »Ein Freund«, wiederholte sie und starrte den Boten an. »Ich nehme an, es war ein Ork.« Der Speer schüttelte vehement den Kopf, die Augen weit aufgerissen. »Nein, meine Kriegsfürstin. Er war ein Drache.«